Hey Leute und willkommen zurück in der Marketingfabrik in Final Fantasy 6. Jo, weiter geht's. So, ich bin das letzte Mal da von links von dem Fließband gekommen. Nein! Was? Ich wollte die Kiste noch aufmachen und bin aus Versehen auf das Fließband gestiegen. Okay, hier sieht man schon die Magitechs. Oder Magitech-Mechs. Frage ist, jetzt komme ich da wieder zurück? Ich hoffe doch. Naja, gut, schauen wir mal weiter. Wenn ich nicht zurückkomme, dann, ja, gut, dann ist das halt so. Vor den Gegnern laufe ich lieber weg, weil die sprengen sich wieder in die Luft und das macht mir ein bisschen zu viel Schaden. Das muss nicht sein. Also, Seles, komm. So, okay, hier sind ganz viele Kisten. Ist hier was? Sieht nicht so aus. Ja, komm. Ja, die kann ich bekämpfen, die jagen sich ja nicht selbst in die Luft. Sich nicht selbst in die Luft. So, Rauben von dem Sergeant, mal gucken. Die hatten ja ganz viel Defense, ne? Ah, okay. Zelt gestohlen, sehr schön. Und auch noch den Elektro-Bonus da. Hat Locke bekommen von dem, von seiner Waffe. Die wir vorletzten Part, glaube ich, gekauft haben. Ich weiß es nicht mehr. Naja. Was? Okay. Technik ungenau ausgeführt. Auch nicht schlecht. Ja, auch mal sterben oder Programm 9.5, was? Okay. Komisch, aber gut. So, hier geht's hier nach oben wieder. Ja, von hier kam ich ja. Da ist auch noch ein Fließband. Jo, okay. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber okay, das wird schon. Ach, Seles, was ist denn mit dir heute? Will einfach nicht flüchten. So, Vita und zack. Ja, gut, passt schon. Geht's hier durch? Yo. Oh, das ist gerade so richtig kompliziert und verwirrend aufgebaut. Hier ist eine Tür, oder? Das ist eine Tür. Aber da komme ich nicht durch. Hier ist noch eine Kiste. Ein Zelt, okay. Ja, mit den Gegnern müssten wir jetzt halt klarkommen. Hinterhalt, na super, jetzt dauert das noch länger zum Flüchten. Ja, okay, Locke ist weg, die anderen auch. Und Edgar, komm. Ja, jetzt trödelt Edgar ein bisschen rum. So, hier geht's nach oben. Oder auch nicht. Wieso ist hier so ein komischer Durchgang? Das ist echt ein bisschen komisch. So, Phönix-Tanz, dann gegen die Hunde machen wir Eis, dass die ganz schnell down gehen, beziehungsweise die ganzen Zaubersprüche halt. So, tschüss, 69. Ist das nicht lustig, 69? Oh. Naja, gut. So, du stirbst nicht, okay. Ja, dieser Sergeant. Der will sich hier auch nicht verpissen. Aber jetzt, alles klar. So, Edgar steigt eine Stufe auf. Oh yeah. So. Ja, gehen wir mal hier nach unten. Mann, die coole Musik wird die ganze Zeit... Ach du Scheiße. Wird die ganze Zeit von diesen Gegnern hier... ja. Unterbrochen. Total schade eigentlich. Nichts gestohlen ist auch schade. Machen wir mal die Kettensäge gegen den Typen da links. Die machen aber auch echt viel
Schaden, die Gegner hier, und halten ziemlich viel aus. Okay, einer ist tot. Kettensäge, komm. Sehr schön, okay. So, hier geht's nach oben. Okay, das ist der zweite Durchgang hier. Okay, okay. Also da unten ist jetzt alles mal erkundet. Hier ist noch eine Kiste. Dragunerstiefel. Okay, ist wahrscheinlich ein Accessoire. Was macht denn das? Oder ist es ein Accessoire? Jo. Schuhwerk, das die Drachenritter fertigten. Das Kommando Angriff wird zu Sprung. Okay, ich weiß nicht, was das bewirkt. Vielleicht mal austesten. Ja, Edgar, komm. Dragunerstiefel, Sprung. Ich weiß. Also in Final Fantasy IV war der Hauptcharakter ja ein Dragoon, also so ein Drachenritter. Wenn ich das gespielt hätte, würde ich das wahrscheinlich wissen, was Sprung bewirkt, aber Final Fantasy IV habe ich halt nicht gespielt. So, Sprung. Ich teste das mal kurz aus und flüchte gleich. Okay, ist er dann halt kurz in der Luft oder was? Ja, anscheinend. Okay. Das kann man vergleichen, glaube ich, mit Fliegen aus Pokémon. Okay, nein, oh Gott. Oh Gott, ja, okay. War jetzt halt doch ein bisschen ein Opfer, dass ich das ausprobieren musste. Und die letzte Phönixfeder, na super. Ja, gut. High Potions, zack. Zack, ja, komm. Ah, ich weiß nicht. Ist schon ganz cool, aber ich weiß nicht, ob Edgar dafür der richtige Charakter ist. Was hat der vorher gehabt? Den Elfenring, genau. Vielleicht Locke, oder? Ja, wobei der hatte, oder? Na, stimmt. Oder Sabine eigentlich auch nicht so. Der hatte seine Blitztex. Der braucht das auch nicht. Ich geb's mal Locke. Vielleicht später gebe ich es einem anderen Charakter. Sian eigentlich auch nicht wirklich. Gut, gehen wir mal durch die Tür. Hier ist jetzt auch nicht so wichtig. Kiste. Goldschild. Das klingt cool. Ich gebe es einfach mal Seeles. So, hier ist ein kleiner Lift. Ja, ich glaube, ich komme nicht mehr zurück zu der einen Kiste da. So, du machst mal... Gegen die Gegner hier lieber Magie, weil die halten ja so viel aus physisch. Außer von der Kettensäge. Das haben wir bei dem einen Proto-Mech schon gemerkt. Oder Mech. Ich weiß nicht, ob ich Mech sagen soll oder Mech zu diesen Kampfrobotern. Ich... Ja, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, mal gesagt, ich will Mech sagen, aber irgendwie halte ich mich ja nicht mal dran. Das ist ja das Lustige. Ich muss sagen, es ist gerade echt chillig zum Aufnehmen. Es ist gutes Wetter, so gute Temperatur. Und ich bin auch ganz gut drauf, so. Also mir geht's echt gut. Deswegen ist das optimal, denke ich mal. Ha, das war ein Reim. Okay, wo sind wir? Sind wir jetzt am Anfang? Ich glaube schon, oder? Moment, Moment, Moment. Ja, hier ist die Kiste, okay. Ein Allheilmittel war drin. Okay, ja, gut. Die Frage ist, wo geht's jetzt weiter? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich laufe mal lieber weg, weil Seeles und Locke sind jetzt ein bisschen angeschlagen. Ein bisschen ist auch gut. Vielleicht mal heilen. Na, wenn dann... Oder soll ich mit Vita oder... Ach komm. Mach mal das mit den High Potions. Ja, immer noch die Frage, wo geht's jetzt weiter? Ach so, stimmt, hier gab's ja auch ein Fließband. Okay. Das führt mich hier nach unten. Kefka? Jo.
Ich bin Gott! Ich werde noch mehr Esper fangen, ihnen ihre Magie aussaugen und dann das Kriegstriumvirat wiedererwecken. Okay, der rastet gerade komplett aus. Ne, Esper. In dir scheint kein Tröpfchen Magie mehr zu sein. Aus meinen Augen, nutzloser Müll. Du auch. Ich bin ganz extrem angewidert irgendwie von Kefka, weil ich hasse sowas. Der saugt diesen Zauberwesen einfach alle Magie aus und wirft sie dann in den Müll. Einfach so null. Ja, Dankbarkeit, der ist einfach komplett wahnsinnig, der Typ. So. Fließband oder den Lift? Ich nehme erstmal den Lift. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Okay, doch war's, weil hier waren wir schon. Da war dieser Durchgang, wo ich nicht durchkam. Durchgang, wo ich nicht durchkam, okay. Ja, jetzt müssen wir den Weg nochmal gehen. Scheiße. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob wir gegen Kefka jetzt kämpfen müssen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, eine von diesen Espern war jetzt Shiva. Das ist eine Eis... Göttin oder... Nee, Göttin nicht. Aber auf jeden Fall eine Eis-Esper. Apropos Esper, ich sollte die vielleicht auch mal benutzen, oder? Dass ich euch das auch mal zeige, vor allem, ja. Fuck ist halt, wie geht das überhaupt? Wie geht das wirklich, what the fuck? Meint irgendwo hier, glaube ich, in Magie, oder? Ah, okay, hier muss man nach oben klicken und dann ist da Ramu. Den setzen wir jetzt mal ein. Dürfte ziemlich viel Schaden machen. Sichtblitz setzt er ein. Okay, gut. Dann Lock, Siren. Ja, ich setze jetzt einfach mal jede Esper einmal ein, dass wir das so ein bisschen in Action erleben. Warnstimme von Siren. Okay, was das genau bewirkt, weiß ich gerade nicht. Dann mal Kirin einsetzen und ja, das haben wir schon. Oh, Kirin sieht cool aus. Ist eine coole Esper. Okay, das heilt die Gefährten die ganze Zeit. Das sollte ich vielleicht öfter einsetzen, ne? Ist ziemlich gut. Aber ich muss sagen, ich habe im späteren Spielverlauf, also wirklich so ein paar Stunden gegen Ende, die Espern gar nicht mehr eingesetzt. Ich weiß nicht, weil die Charaktere waren dann schon so extrem stark, dass man das gar nicht mehr gebraucht hat. So, das Fließband war jetzt hier, genau. Genau, mit dem Mech mitgefahren. Aber der kommt wahrscheinlich nicht mehr raus, ne? Nee. Okay, dann gehen wir jetzt da nach unten. Wenn diese Gegner hier mal besiegt sind, beziehungsweise wenn ich mal geflüchtet bin, weil mit denen lege ich mich nicht an, wie gesagt. Ja, komm. Ups. Aber meine Tasten von dem Controller, die Schultertasten sind auch ein bisschen scheiße zu drücken sind die. Weil das ist nicht wie bei Wii U oder PS4 oder sonst was, dass die so ja flüssig reingehen in den Controller. Das ist, glaube ich, wie bei Xbox One. Das ist, glaube ich, da auch so, dass die so klicken. Also hört mal. So ist das. Und die gedrückt zu halten ist ein bisschen... Ja, anstrengend. Weil L und R ist ja flüchten gleichzeitig. Okay. Hier sind jetzt die Espern. Aber die reagieren nicht. Aber du schon, gell? Ja. Das weiß ich sogar noch. Das ist nämlich der Irfried. Oder Ifrit? Ifrit, genau. Den müssen wir jetzt bekämpfen. Erstmal rauben, mal gucken, ob er was hat. Dann werde ich erstmal die... Okay, er besitzt nichts. Kirin einsetzen, dass die uns halt kontinuierlich heilt. So, dann die Aura-Kanone. Und
Ja, Kettensäge, komm. So. Okay. Moment, ich glaube, Celes hat ja Analyse gelernt. Das können wir jetzt auch mal einsetzen. Aura-Kolone macht gar keinen Schaden, what the fuck? Okay. Analyse, okay, auf den Ifrit. Okay, das tut, glaube ich, ziemlich weh. Ja, okay. Der kriegt keinen Schaden von Magie, oder was? Ja, ich muss jetzt... Ah, scheiße. Scheiße, ich habe keine... Keine Phönixfeder mehr. Oh, shit. Ah, scheiße, scheiße. Okay. Na, erstmal Sabin heilen, das ist, glaube ich, nötig. Feuer macht sicher nichts, weil Ifrit ist ein Feuer... Feuertyp oder keine Ahnung. Ach, scheiße. Oh Gott. Ja, Aura-Kanone macht auch nichts, macht normaler Angriff, Schaden. Der heilt? Achso, weil das Feuer ist. Ja, ich glaube, ich sterbe jetzt. Ich hoffe aber nicht, weil ich habe nicht gespeichert. Oh shit. Okay, jetzt wird's sehr, sehr, sehr kritisch, weil ich hab... Ich glaube, er ist gegen Eis schwach, aber ich habe keinen Eiszauber und bei Lock macht er gar nichts Schaden. Was soll ich denn machen? Habe ich da irgendwas, was... Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, fuck. Macht... Hat Rauben Schaden gemacht? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen gegen den Typ. Was? Shiva? Okay. Muss ich jetzt... Was? Ich verstehe gar nicht. Muss ich überleben einfach nur? Weil Feuer macht bestimmt guten Schaden, yo. Eis, bitte bring mich nicht um, bitte bring mich nicht um. Oh Gott. Heilen, heilen, heilen. X-Potion, scheiß drauf. Ah, bitte, bitte. Ich will das einfach nur überleben. Okay, komm. Eiser, ah, scheiße, das macht mehr Schaden, das macht mehr Schaden. Wie viel Schaden macht das? Scheiße, bitte. Oh Gott. Na, ich bin tot. Ja, scheiße. Jo, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, ich bin wirklich ein bisschen underleveled. Weil das kann es nicht sein, dass die mir mit einem Angriff so viel Damage zufügen und ich darf hier alles nochmal machen. Ich darf... Ja, scheiße. Habe ich hier das letzte Mal gespeichert, als ob... Moment. Ja, keine Ahnung, wie kann ich das jetzt... Feststellen, Moment. Okay. Ja, okay. Ich habe das letzte Mal vor Alpburg gespeichert. Ich bin ja auch so schlau. Leute, ist mir scheißegal, was ihr sagt. Ich werde jetzt den Safe State laden. Okay? Ich hoffe, das macht euch nichts. Ich glaube, es ist verständlich irgendwo. Ja, ich darf hier trotzdem nochmal alles machen. Ja, keine Ahnung. War es halt echt derbst scheiße, dass die so stark waren. Leute, wir sehen uns das nächste Mal bei den beiden S-Bahn wieder, bei Shiva und Ifrit. Ja, keine Ahnung, was ich machen soll. Ich spiele das jetzt nochmal offscreen und ich hoffe, ich bin dann besser vorbereitet. Bis dahin, macht's gut und ciao.